Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und wie ihr schon richtig sehen könnt, geht es um Modern Warfare 2. Ich habe das Ganze ja schon angekündigt in meiner letzten Modern Warfare 2 Serie, wo ich ja die Spezialeinheit-Mission oder die Spezialeinheitsmission fertiggestellt habe. Das waren ja insgesamt 23 Missionen und im 23., also letzten Part, habe ich ja nochmal davon gesprochen, dass es nicht das letzte Modern Warfare 2 Video auf meinem Kanal sein wird, denn ich werde das Ganze, also ich werde Modern Warfare 2 nochmal spielen und zwar den Kampagnenmodus, auch als Projekt. Und deswegen bin ich heute hier, deswegen starten wir heute auch mit dem neuen Projekt, mit der Modern Warfare 2 Kampagne. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil Modern Warfare 2 eins meiner Lieblingsspiele of all time ist. Ich habe das schon in der Spezialeinheitsserie erklärt gehabt, für die Leute, die das vielleicht nicht gesehen haben. Es ist eins meiner Lieblingsspiele of all time, Modern Warfare 2. Und ich finde, die Kampagne ist eins der besten Kampagnenmodis, beziehungsweise meiner Meinung nach das Beste, was Call of Duty als Kampagne jemals rausgebracht hat. Und deswegen bin ich auch sehr froh darüber, das hier gemeinsam mit euch spielen zu können. Ich habe sie schon sehr oft durchgespielt, vor allem auf der PS3, aber das stoppt mich nicht, das nochmal auf dem PC durchzuspielen. Wenn wir hier eben ganz kurz rübergehen auf die linke Seite mit Spezialeinheit, sehen wir hier steht abgeschlossen zu 100%. Das bedeutet also, wir haben oder ich habe alle 69 Sterne gesammelt. Mal alleine, aber mal auch mit Gästen. Deswegen danke nochmal an alle Gäste, die dabei waren und mir dabei geholfen haben, alle Missionen hier durchzumachen. Namentlich kann ich da sagen, Soldat Fortune beispielsweise, danke an dich. Nussfuchs auf jeden Fall, Diminator. Also die Leute konnten mir sehr gut helfen dabei und deswegen gehen da auf jeden Fall Grüße raus. Das Ganze hier ist mir auch sehr bekannt, wird jetzt mal wieder ein Projekt sein, ungefähr wie Fable, was nicht viele Leute gucken werden, aber die Leute, die das hier gucken, alter Leute, ihr seid wirklich die geilsten, okay? Ihr seid die geilsten auf dem Kanal. Ich weiß, die meisten wollen Pokémon und Mario Kart sehen und so, ist okay. Call of Duty ist da nicht so wirklich das, was die Leute anspricht. Ich mache aber das, was mir am meisten Spaß macht und Modern Warfare 2 ist eins meiner Lieblingsspiele, wie gesagt. Also, ich würde sagen, Kampagne, ich gehe da schon mal rein. Wir machen natürlich nicht Spiel fortsetzen, ist ja logisch. Ich habe ja schon mal die Kampagne ein bisschen gespielt. Privat. Wir machen natürlich ein ganz neues Spiel. Und hier geht es auch ein bisschen sehr viel um Story. Das heißt, ich werde versuchen, wie bei Fable, zwischendurch meine Fresse zu halten, wenn geredet wird. Ich hoffe, ich habe das Ganze von Sound her laut genug gemacht. Wenn nicht, dann kann ich ja nochmal eben ein bisschen das Ganze hochstellen, ja? So ein bisschen das Ganze hochstellen. Vielleicht ist das ja gar nicht mal so übel, weil, ja, vielleicht ist das Ganze ein bisschen leiser und so. Wenn das im ersten Part ein bisschen leiser ist, dann entschuldigt mich das. Dann werde ich das im nächsten Part auf jeden Fall verbessern. Wie dem auch sei, neues Spiel, let's go. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das überschreiben möchte und dann auf geht's in die Story. Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Sakajew. Imran Sakajew. Mein Blut an ihren Händen. Delta 1 X-Ray, wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Raketenstart. Und damit herzlich willkommen zu Modern Warfare 2. Die Story von Modern Warfare 2 knüpft an der Story von Modern Warfare 1 an. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade im Intro ein paar Szenen von Modern Warfare 1 gesehen, aber auch ohne Modern Warfare 1 kann man die Kampagne hier spielen, ohne Vorkenntnisse. Let's go! Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich.
Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Rossen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wie wären das? Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Unser Name ist also Joseph Allen. Wir sind bei den US Army Rangers. Guten Tag, die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Die alte Leier. Tag 1, 15.30 Uhr. Private Joseph Allen, 1. Bataillon. Wir befinden uns im Ranger-Regiment, das heißt also beim Ranger-Trupp. Und wir müssen jetzt hier das Tutorial erstmal machen. Natürlich doch. Wie man sehen kann, absolut keine präzisen Schüsse hier abgegeben. Steuerung für Ansicht hoch, runter, umkehren, absolut nicht. Das ist, glaube ich, das... Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der hier auf Ja klickt. Wenn ihr einer dieser Menschen seid, dann schreibt es in die Kommentare oder wenn ihr jemanden kennt, der so etwas macht. Aber das ist halt... Das heißt halt, wenn du mit der Maus nach oben gehst, geht der im Spiel nach unten. Wenn du nach unten gehst mit der Maus, geht der nach oben. Das ist Verwirrung. Hoch 500 einfach. Deine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. So muss er doch. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Mit dem größten Vergnügen. Dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Wir müssen den Leuten ja auch beibringen, wie man das hier macht, ja? Er ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Das ist meine Lieblingsdisziplin. Oh, komm, wir spielen heiße Kartoffel. Komm, fang. Hört ihr wohl zu da hinten? Hallo? Sergeant Foley, ich glaube, das sind zwei Leute, die nicht ganz aufgepasst haben. Danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt rüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie sie den Kurs bestehen. Mit dem größten Vergnügen. Ich kann das ziemlich gut. Hallo, Hamad, machen mal ein bisschen Platz hier. Also, willkommen in der Welt von Modern Warfare 2. Wir haben jetzt gerade das Tutorial durchgemacht. Es ist ein bisschen vage erklärt, aber es reicht ja, um im Krieg zumindest zu bestehen. Und ja, wir befinden uns hier gerade in einem Ranger-Regiment, sprich in einer kleinen Basis. Ich glaube, irgendwo im Nahen Osten oder so, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jetzt vorhin nochmal im Pre-Intro gesehen. Und jetzt geht's ab in die Grube, um unseren Shepard, also unseren General, natürlich von unseren Schusskünsten zu überzeugen. Ich bin sehr gespannt, wie ich bei der Grube hier durchkommen werde. Hey, Private. Willkommen in der Grube. Da oben steht er. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Ich sehe das. Gut, jetzt zum Gewehrwechsel. Ja, Mann. Hier, zack, und wieder zurück zur Pistole. Die Pistole nehmen. Wir sehen, wie schnell das ging. Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trupp. Oh. Wenn das, was du sie ist. Oh ja, und wie. Ich wollte schon immer im Primadonna-Club sein. Ja, ich bin sehr gespannt, wie ich hier durchkommen werde. Also ich sag jetzt mal, das, was jetzt kommen wird, für die Leute, die das nicht kennen, wenn ich jetzt hier halt eben durchmache, das ist jetzt so ein Kurs, so ein Trainingskurs und umso besser ich diesen abschließe, desto höher wird meine erwartete Schwierigkeit sein, die das Spiel mir vorschlägt, die ich machen werde. Ich werde natürlich alles auf Veteranen spielen, kann ich euch jetzt schon mal sagen, also auf der höchsten Schwierigkeit, die das Spiel einen anbietet, dann redet die ganze Zeit zwischen rein, Alter, das ist wie so ein, weiß ich nicht, erinnert mich so ein bisschen an Jan aus meiner Schule, aber ich würde sagen, ich, nicht lang fackeln und so, let's go, mal gucken. Es geht schon mal gut los. Mal gucken, wie ich das hier abschließen kann. In der Spezialeinheit war ich ja nicht so schlecht, was Grube anging.
Das sieht gut aus bisher. Scheiße, wo war der denn jetzt? Hä, wen hab ich denn abgeschossen? Welchen Zivilisten? Oh, uff. Dankeschön, Dan. Ne, den Kurs will ich nicht wiederholen. Ich weiß auch schon, welche Schwierigkeit ich natürlich nehmen werde, wie ich schon vorhin gesagt habe, und zwar Veteran. Wir spielen hier auf der höchsten Schwierigkeit. Ich mache es mir so schwer, wie es nur geht. Das Spiel sagt mir auch selber, sie werden nicht überleben. Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Ja, ich würde sagen, ne, höchste Schwierigkeit und so. Sind sie sicher? Ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher. Sind sie absolut... Ja, ich bin mir absolut sicher. Der Schwierigkeit... Ja, ich möchte spielen. Uff. Oh Gott. Wir werden attackiert, Leute. Die Russen kommen. Und diesmal stimmt's halt auch. Ich wusste es schon immer. Dieter Bohlen hat's uns schon vorher gesagt. Nee, das war gar nicht Dieter Bohlen. Das war doch, glaube ich... Ach Gott. Wer war das nochmal, der gesagt hat, die Russen kommen? Ach, ich weiß es schon nicht mehr. Scheiße, ich bin Kulturbanause. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ist ja auch Wumpe. Let's go in unsere erste Mission hier. Mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden, eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Unsere erste Mission draußen und wir treffen auf Hardcore-Widerstand, Alter. Aber ich bin bereit, Alter. Ich bin nicht umsonst unser Joseph Private Allen. Nee, gar nicht. Joseph Allen bin ich ja doch gar nicht, oder? Warte mal, habe ich das gerade irgendwie falsch herausgefunden? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer ich überhaupt bin. Und wo ich überhaupt bin. Irgendwo im Krieg und die sind alles voll Gegner. Jesus. Das ist auch immer schön, wie in solchen Call of Duty-Spielen. Ja, wie in solchen Call of Duty-Spielen immer die Gegner auch durch so einen absoluten Rauchschwade schießen können, als hätten sie alle Thermalvisier. Und für mich ist so ein bisschen die, mir ist der Sound ein bisschen zu laut. Wenn der für euch zu leise ist, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das ist viel zu laut und blastet euch allen hier die Ohren gerade weg und so, genauso wie mir. Wenn dem nicht so ist, ja, wie gesagt, dann werde ich das versuchen in der zweiten Folge natürlich zu beheben. Das heißt, entschuldigt mich, wenn der Sound im heutigen Part nicht so ganz dem entspricht, was es eigentlich sein sollte. Egal, darüber kann man bestimmt hinwegschauen. Erstmal sollte ich jetzt gucken, dass ich überlebe und nicht irgendwie absolut zerstört werde. Alter. Jetzt habe ich so das Gefühl, das ist viel zu leise. Jesus fucking Christ. Ach, wird schon klappen. Es werden immer mehr. Ich habe so das Gefühl, die haben, Alter, die haben unendlichen Tank von Gegnern. Ich habe so das Gefühl, die vermehren sich schneller als Karnickel. Ui. Irgendwo da hinten in der Stadt werden wahrscheinlich Frauen dafür genötigt, immer mehr Soldaten auf die Welt zu bringen. Okay, der war vielleicht ein bisschen makaber. Jesus Christ, jetzt werde ich sogar angerufen von einer Macht, die ich mir nicht erklären kann. Der Feind hat angerufen. Naja, okay, vielleicht nicht wirklich der Feind. Es war eigentlich eher meine Mutter, aber gut, die kann auch gerne mal mein Feind werden. Ist ja auch egal. Weiter geht's hier im Krieg, Alter. Ja, ich lasse mich hier nicht von meiner Familie in irgendeiner Art und Weise davon ab... Damit hätten wir schon mal den ersten Tod des Projektes auch schon mal hinter uns. Das läuft ja schon echt gut, muss ich sagen. Wie gebuttert und geölt, ey. Geil. Richtig geil, Alter. Oh, ist das schön. Da wird man erstmal ein bisschen abgelenkt und so, weißt du, hier mitten im Kriegsgeschehen und sowas. Ja, und dann kriegst du auf einmal 3 Kugeln in dein Gesicht reingedrückt von, weiß ich nicht, Artilleriewerfern oder sowas. Wo will denn die Granate hin? Fly to Moon, Alter, oder was? Komm, so langsam müssen die da oben auch mal ankommen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass da oben auch nochmal Leute auf mich zukommen werden. Dort oben auf der Brücke. Wir wollen ja mit diesem tollen Gerät hier, der irgendwie, weiß ich nicht, Bigfoot.
Leute, ich habe Bigfoot gefunden. Das tolle Gerät da vorne möchte ja uns eine Brücke dorthin bauen. Die große Problematik dabei ist nur, der Teil ist wirklich langsamer als ein 82-jähriger Rentner im Rollstuhl, weißt du, der versucht irgendwie Wintersport zu betreiben oder so. Oh, wie zerstöre ich euch am besten? Gut, jetzt auf einmal seht ihr mich nicht mehr, ne? Jetzt hier auf einmal oben auf der Brücke bin ich auf einmal ein Geist anscheinend. Okay. Aber vorhin, weißt du, knallen die mir so 600 Kugeln in mein Gesicht. Okay. Muss man nicht verstehen, aber ja. Ich find's auch schön, einfach wenn man sich das so überlegt, wie ich die ganze Zeit nach links und rechts strafe. Man stelle sich vor, das hätten sie damals auch im Krieg gemacht. Ein Soldat, der die ganze Zeit von links nach rechts läuft. Wir können vorrücken! Die wunderbare Brücke wurde errichtet. Dann lass mich mal hoch hier. Ab geht's. In welchen darf ich denn einsteigen? Ich darf in den Cruncher. Solange ich nicht gecruncht werde, gehe ich hier gerne rein. Wie heißt der Typ? Private Yourself? Ich sehe Gegner da oben. Was machen die da? Welches Gebäude ist es? Auf 10 Uhr? Also das hier. Nein, 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 nein. Da kommt's und... Jawollo! So lobe ich mir das. Und ich glaube, da oben lebt keiner mehr. Glaube ich. Ich glaube, das war ein Kollateralschaden. Gefällt mir sehr gut. Schade, dass man nicht einfach selber so einen Düsenjet hier in diesen Spielen irgendwie steuern könnte. Naja, wäre auch wahrscheinlich zu viel gewesen. Und wir spielen hier kein Black Ops 2. Denn wir wissen ja alle... Also, was heißt wir wissen alle? In Black Ops 2 fing es ja an, so ein bisschen Zukunftsgedöns sowas zu kommen. Wie, Angriffserlaubnis nur, wenn sie zuerst feuern? Ich möchte mich hier ein bisschen austoben. Ich habe einen Minigun hier. Ups. Punta Gorda. Wow. Ja, viel Glück euch. Können wir das zum Explodieren bringen? Ah, das Auto ist anscheinend unzerstörbar. Entschuldigung, ich musste mich ein bisschen austoben. Hast du eine Waffe? Okay, naja, sieht gut aus. Hallo? Kriege ich eine Feuerfreigabe bitte für diese drei Männer? Die sehen mir sehr, sehr suspekt aus. Also können wir sie abschießen. Das hat nichts zu heißen. Wow! Beschuss! Da oben! Ich habe jemanden im Visier. Ich wusste es. Das waren die Milizkämpfer von da hinten. Ich sage es euch. Die haben ihre Freunde hergerufen. Ey, da kommen Gegner, da kommen Gegner. Und wir dürften die nie abschießen, ey. Was eine Frechheit. Die sind ja überall. Sogar in den Fenstern, oder was? Ach, du Scheiße. Natürlich haben sie alle einen Raketenwerfer dabei. Klar, als würden sie wissen, dass wir hier mit den dicksten Panzern des Landes angerast kommen. Ach komm, erzähl mir die Geschichte jemand anderem. Oh! Was ist hier denn? Wer auch immer der Fahrer ist, der sollte auf jeden Fall seinen Führerschein schleunigst abgeben. Alter! Die sind ja überall! Ich weiß nicht, wie ich das hier gerade überlebe. Ich habe wirklich keinen Plan, wie ich das hier gerade überlebe. Ich müsste eigentlich schon längst tot sein. Ich habe so viel Rot das letzte Mal nur gesehen, als ich meine Freundin bestattet. beglückt habe. Oh no. Okay, der war vielleicht ein bisschen unangebracht. Fuck. Jetzt habe ich kassiert dafür. Scheiße, jetzt liege ich auf dem Boden. Ich muss hier durch. Lass mich hier durch. Boah. Wenn meine eigenen Teamkollegen mich hier blockieren schon. Nicht mit mir. Ja, Blendgranate gibt's. Leute, jetzt wird's hell. Moin. Oh Gott. Nein, nein. Da ist noch einer. Nein. Scheiße. Fuck. Oh. Ja, Veteranenschwierigkeit halt, ne? Die ist nicht so einfach. Da haben die Gegner auch gefühlt die Wallhacks und Vision des Jahrtausends, sag ich euch. Es ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Okay? Auf Veteranen zu bestehen. Glaubt mir. Ja, bekommst du gleich. Jetzt nämlich. Zack, boom. Jetzt werdet ihr weiß im Gesicht, ne Homo. Da war doch noch einer. Oh, was? Habt ihr das gesehen? Der hat heftigere Reaktion als jede KI, Alter. Also ich meine, er ist eine KI. Scheiße. Wow, der lebt ja noch. Er ist wieder von den Toten aufgestanden. Und Leute, sagt mir, Jesus hat im Zweiten Weltkrieg nicht mitgeholfen. Hallo, wo kommst du denn her?
War der noch am Schlafen hier oder was? Hallo? Ist auch Schlafensgehzeit, ne? Das kann man ihm nicht übel nehmen. Alter! Oben an den Fenstern. Oh, Alter! Bleib doch mal ein bisschen... Oh, da ist eine Granate! Oh, ich hab gesehen, wie sie hergeflogen kam. Ich hab den Tod förmlich gespürt. Oh, die Rakete! Warte mal, ich... Nee. Das ist mir ein bisschen zu heikel hier. Also renne ich am besten den Gegnern direkt in die Arme, weil es da auch sicherer ist. Und pup. Danke für die Info. Zack. Ich kümmere mich. Also ich versuche zumindest mich darum zu kümmern. Ist hier jemand? Nein, hier versteckt sich keiner im Klassenraum. Hätte ich auch nicht getan. Ich glaube, der größte Feind im Krieg sind nicht die Gegner. Ich glaube, das ist immer noch die Schule. Da oben wartet doch safe jemand auf uns, oder? Ich nehme lieber eine MP5 mit. Eine Nahkampfwaffe. Ist besser. Ich bin dabei. Wow! Boah! Von wie schnell die einen auch immer erwischen können. Das ist eine Frechheit. Ey, du da! Hinter dir! Hinter dir! Wie die auch nicht mitbekommen, dass wir hier hochrennen. Ach, wollt ihr hier stehen bleiben? Machen wir kurz eine Kaffeepause? Ich verstehe schon. Ja, ja. Werden wir müde, ne? Die Schichtstunde. Ja, ist doch besser so. Geschichte ist jetzt nicht mein bestes Fach. Oh nein. Ist da noch einer? Sergeant Foley? Gut. Oh, nee. Nee. Captain Dunn, steh hier nicht einfach nur rum, ey. Ich weiß, du warst auch mal Lehrer in deiner Vergangenheit, aber das heißt nicht, dass du dich zurückändern musst und hier niemanden in der Klasse einen Vortrag geben musst. Haben wir es jetzt? Nein, natürlich nicht. Jetzt haben wir es. Einer ist ins Klassenzimmer gelaufen. Wo? Wo ist hier jemand? Ah, das ist kein Klassenzimmer, glaube ich. Oh. Hä? Och Gottchen, och wie süß. Och Gottchen. Sag mal, seid ihr zu blöd, um den zu treffen, Alter? Genau, es ist jetzt nur noch so ein Putzdienst, den wir hier spielen. Alter, wie viele? Ja, das wird jetzt aber ein Traum. Ja, was für wir sind Partner. Wenn du dich in meinen Schuss rein jagst, bist du selbst ein Schuld, Mann. Ich höre die immer noch auf Arabisch oder sonst eine Sprache rumschreien. Ich habe aber wirklich gar keinen Plan, wo die sind. Ach, hi. Versteckt sie hinter einem Zaun, der durchsichtig ist. Ich weiß ja nicht, ob das beste Versteck ist. Hi. Freunde! Wir sind da! General Shepard, wir haben es geschafft! Lass uns bitte in den Bussard! Los!